Willkommen beim Tag 3 der ABC Lettering Channel. Wir sind also beim C. Das C zu konstruieren wird jetzt nicht einfacher als beim A und B. Wir brauchen erstmal einen großen Kreis. Wie groß? Das legen wir uns fest, indem wir die Versalhöhe und die Grundlinie einzeichnen. Was das beides ist, habe ich schon in dem gestrigen Tutorial erzählt. Und jetzt mache ich mir ein Oval. Ich möchte also kein ganz kreisrundes C machen, sondern ein C, das als Grundform ein Oval hat. Und hier strichel ich ruhig ein bisschen. Das macht ja nichts, das ist ja nur meine Vorzeichnung. Und versuche möglichst ein Oval hinzubekommen, das gleichmäßig ist und nicht aussieht wie ein Ei. Okay, ich muss das Oval gar nicht schließen, denn das C hat ja rechts eine Öffnung. Und jetzt male ich ein zweites Oval mit möglichst dem gleichen Abstand zu dem ersten. So. Das ist schon mal ein guter Anfang für ein C. Der Abschluss des Cs kann jetzt entweder hier ganz gerade sein oder ich kann die Linie ein bisschen anschrägen, je nach Geschmack. Ich schräg's jetzt ein bisschen an und da habe ich schon das C. Jetzt möchte ich aus diesem C einen 3D-Körper machen. Also, das heißt, ich will sehen, wie dieses C, wie so ein dicker Buchstabe, ein bisschen in den Raum reinschaut. Aber damit ich überhaupt was von dem Körper sehe, muss ich mich ja entscheiden, von welcher Seite, von welcher Perspektive ich den Buchstaben sehe. Und ganz gängig ist also, das ist so eine Perspektive, wo ich die Striche dann alle parallel in eine Richtung mache. Das kann 45 Grad sein, müssen aber nicht genau 45 Grad sein. Wichtig ist, dass sie parallel sind und dass sie gleich lang sind. Und hier bei den Rundungen muss man die Rundung ein bisschen mitmachen. Also ich zeichne mir von jeder Ecke einen Strich mit ungefähr der gleichen Länge. Hier korrigiere ich nochmal den Bogen ein bisschen. Okay, und hier habe ich ja gar keine Ecke. Da wüsste ich also theoretisch erstmal gar nicht, was ich machen soll. Aber ich kann mir trotzdem als Hilfe einen kleinen Strich ziehen oder auch mehrere Striche ziehen, weil das hilft mir, um gemein zu entscheiden, was ich hier in diesem schwierigen Bereich machen kann. Je nachdem, wie gut deine räumliche Vorstellungskraft ist, können solche Bereiche wie hier wirklich schwer werden. Okay, nachdem ich diese Striche also alle gezogen habe, ist die nächste Aufgabe, die Außenkanten des Buchstabens zu spiegeln. Also ich nehme immer die rechte und untere Außenkante, von der aus ich ja auch die kleinen Hilfslinien gezogen habe, und dann spiegel ich die. Das heißt, ich male die nochmal nach. So, als würde ich sie nach da verschieben, nach rechts unten verschieben. Diese Linie male ich jetzt hier nach. Und das muss wirklich der gleiche Winkel sein. Das ist wichtig. Und jetzt male ich diese Linie nach. Das heißt, dieser Punkt verschiebt sich nach da. Dieser Punkt verschiebt sich nach da. Und dieser Punkt würde sich nach hier verschieben. Den würde ich also gar nicht sehen. Denn imaginär geht das C genau so hier hinten weiter. Ich könnte theoretisch auch das Ganze spiegeln, also diese ganze Innenkante hier, einmal spiegeln. Und dann würde ich ja ungefähr hier würde es weitergehen, dann würde ich hier so rauskommen. Na, das wäre jetzt, wenn das ein Glaskörper wäre und ich könnte da durchschauen, dann wäre das hier so. Und deswegen muss ich hier diesen Bogen so schön auslaufen lassen und der geht dann aber optisch über in den Bogen. Also sind das ziemlich viele Striche. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen diese 3D-Form verständlich macht. Wenn hier etwas zu flach geworden ist, dann sieht das meistens nicht gut aus. Also gut, dass ich eine Vorzeichnung habe und das nochmal hier so ein bisschen abrunden kann. Das sieht dann besser aus. Und jetzt habe ich viel Bleistift. Aber das macht nichts, das radiere ich gleich weg. Und jetzt fahre ich zuerst nochmal die Außenkanten von meinem C nach. Außenkanten war vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Ich meine, dieses erste C, was ich auf dem Papier hatte.
Und dann male ich den 3D-Körper dazu. Du siehst, ich orientiere mich zwar mal an der Vorzeichnung, aber ich halte mich nicht ganz exakt daran. Das macht nichts. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte da noch ein paar Verbesserungen machen. Manchmal mache ich es noch schlimmer. Das ist aber nicht schlimm. Wichtig ist ja das Prinzip, dass man einmal weiß, wie man so einen 3D-Körper malen kann. Weil nach dem Prinzip kannst du die 3D-Körper auch für alle anderen Buchstaben malen. Es geht immer genauso. Erstmal den Buchstaben vormalen, dann die kleinen Striche ziehen, die alle parallel und gleich lang sind. Und dann spiegelst du die Kanten des Buchstabens und verbindest diese kleinen Linien. So, ich habe jetzt wieder nicht lang genug gewartet. Ich glaube, das C könnte vielleicht sogar besser aussehen, wenn ich es jetzt spiegeln könnte und umdrehen könnte. Also es sieht auf jeden Fall dreidimensional aus. Es sieht auch nochmal ganz anders aus, wenn man diesen Winkel hier anders macht. Also wenn man das C praktisch anders ausschneidet, das kannst du gerne mal probieren. Und wenn du magst, dann kannst du auch noch ein bisschen Schatten zu diesem 3D-Körper hinzufügen. Du kannst es ausmalen, du kannst es schraffieren, wie ich jetzt. Oder irgendwas anderes damit anstellen. Aber wenn du es gemacht hast und du postest es, nicht nur bei Facebook, sondern vielleicht auch bei Instagram, dann tag mich doch bei Bunte Galerie. Oder mach Hashtag Bunte Galerie, dann kann ich das nämlich sehen und mir angucken, was du da Schönes gemacht hast. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Dann mache ich ein bisschen weniger, da ein bisschen mehr Licht drauf fällt. Und das ist dann also das C. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und morgen schauen wir uns das D an und machen wieder andere Veränderungen.